Servus Freunde, herzlich willkommen zur 5. Folge diese Woche und ja, zurück auf der Südthüringen Map. Ich bin ein bisschen erkältet, habe auch ein Bombo im Mund, ja nicht, dass ihr sagt, meine Stimme hört sich so bescheuert an. Und ich habe hier schon mal 3 Fahrzeuge bereitgestellt, die hier jetzt gleich starten. Wir werden das wieder mit Follow Me machen. Und zwar fahren wir mit dem ganzen Konvoi hier mal zum 20 Meter, muss der reichen. Wir fahren mit der ganzen Flotte hier. Den ist aber nicht an. Der müsste passen. Mit der ganzen Flotte hier, der ist auch nicht an, fahren wir mal zu den Gewächshäusern. Da müssen wir noch ein paar Paletten auffüllen. Und deshalb, machen wir das jetzt einfach mal. Die heutige Folge wird daher, weil ich nicht ganz so fit bin, auch wahrscheinlich nicht ganz so lang gehen. Wir werden einfach mal gucken, was wir hier hinkriegen. Ich hoffe mal, dass die hinten dran alle mitkommen. Der braucht noch ein bisschen, aber er kommt. Oh, yeah, hallo! Oh, was fährt denn der da hinten für eine Kamikaze? So, wir fahren mal 35 hier, müsste gut passen. Wir können im Moment sowieso nicht ernten, weil wir schlechtes Wetter haben. Im Regen können wir ja nicht ernten. Deshalb ist es ein bisschen ungeschickt. Weil Feld 19 ist ja, glaube ich, erntereif. Folgt. Und hinten kommt auch der Waldra, auch wenn der irgendwie zickzack wieder fährt. Weiß gar nicht wieso. Wieso? Ja, das macht. Hallo. Was macht denn der Waldra da hinten? Oh, ey, was habe ich denn da für einen Abfahrer eingestellt? Ey, ohne Witz. Der ist irgendwie besoffen oder so. Nächstes Mal sollte ich besser drauf achten, in welcher Verfassung die Abfahrer sind. Wir haben letztes Mal, glaube ich, schon die Felder bestellt. Beziehungsweise Feld 9. Und jetzt fängt er schon wieder an zu schlimmern. So, wenn ich nur so langsam vorwärts fahre, dann kommen wir erst morgen an. Geh mal runter auf 30. Vielleicht reicht es. Oh, Feld 9 haben wir ja bestellt. Außerdem mit Weizen wollte ich gar nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Weil so kriegt man natürlich nicht das raus, was wir haben wollen. Wir fahren hier jetzt auch mal geradeaus weiter. Ja, und hinten der Waldra hat sich natürlich aufgehängt. Ich weiß gar nicht, weshalb der hier so Probleme hat.
Der wird ja hoffentlich vorbeikommen. So. Hier geht's nur geradeaus. Sollte eigentlich wenig bis keine Probleme geben. Und wenn wir hier jetzt gleich links abbiegen, wenn das geht, da gibt es keinen Überfahrweg. Schade, da müssen wir wirklich bis zum Hof fast, damit wir bei Sorghof rumkommen. Auf so einen Konvoi muss man natürlich auch ein bisschen mehr aufpassen. Der Rest an Paletten, den werde ich entweder verkaufen. Oder wir lagern die einfach am bei den Gewächshäusern. Ich weiß gar nicht, warte mal, Kompost? Haben wir eigentlich schon Kompost gekriegt? Da haben wir sogar schon einiges. 200.000, also dann... Ach, stimmt. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Gemüsehandel. Wir wollten uns noch einen Traktor kaufen. Und einen Anhänger. Und daher werden wir jetzt Folgendes tun. Wir werden den hier... losschicken, damit er uns damit er uns die Paletten verkauft. Und die anderen, die zwei hier, der voll drauf rast. So, die zwei werden wir hier abkoppeln. Und den geben wir den Weg Hof Deukerhofer, Hof. Nochmal 35 km/h müsste passen. Letzter Punkt warten. Er ist mit Follow Me dran, das sollte eigentlich passen. Dann können wir in der Zwischenzeit hier die Paletten verkaufen gehen. Noch ein bisschen mehr Gas geben. Ich weiß immer noch nicht, weshalb der hier immer so laggt. Jetzt hängt es sogar. Ja. Ich hoffe mal, dass die zwei gut ankommen. Können ja ein bisschen spionieren. Dann können wir uns nämlich noch einen Traktor und einen Kipper leisten. Den wir brauchen, um den Kompost vom Kompostmaster zu den Gewächshäusern zu bringen. Das ist notwendig. Wie die KI hier fährt, ich weiß nicht, wo die eingestellt ist. Aber die ist auf jeden Fall Katastrophe. Jawohl. Klar, einmal drüber gefahren. Und wo hängen wir jetzt? An der Mauer. Gucken wir mal, ob wir da wegkommen. Da kommt ein Auto, geht gar nichts mehr. Und der schiebt halt direkt auch nach. Okay. Gerettet, würde ich sagen.
Ja, warte mal. Wir sind doch schon da. Hier ist doch schon der Gemüsehändler. Abkoppeln. Ich weiß, wir kriegen im Moment nicht den vollen oder einen guten Preis. Aber wir brauchen halt das Geld. Weil ohne das Geld läuft dann die Gemüseproduktion nicht richtig. Oder die Gewächshäuser. Deshalb müssen wir das halt mit eingehen, dass wir dann ein bisschen weniger Geld verdienen. Sollte aber auf jeden Fall genug sein, um uns das Equipment zu kaufen. Genauso 200.000 oder sowas sollten hier schon bei rumkommen. Dann sehen wir, wo die anderen zwei sind. Die sind schon gleich. Die sollte ich vielleicht kurz abfangen. Ah, geht ja hier gar nicht. Lassen. Zu viele Fenster, das macht mich manchmal ganz kirre. Falscher Trailer aktiviert. Wann ist denn das verkauft? So, ich guck mal, ob ich den hier rauskriege. Das wird schwierig. Nur mitschieben. Und ich hoffe, dass der die nicht aus dem Trigger rausschiebt. Sonst haben wir dann ein Problem. So, einmal schön gehustet. Hier waren wir. Warte, hier können wir jetzt den hohen, den Weg, Kompost, Gewächs nehmen. Und dann passt das auch wieder. Dann gucken wir mal kurz nach den Schafen. Weil es könnte auch sein, dass unsere Wolle gleich voll ist. Na, 96% noch. Das ist akzeptabel. 70.000 haben wir aber schon. Es reicht eigentlich, dass wir uns im Shop was aussuchen können. Definitiv reichen tut auch auf jeden Fall schon der Hürlimann. Aber hier haben wir zum Beispiel, der kostet 45. Lass mal gucken hier. Achso, nee. Zurück. Sonderangebote. Hier, das 660 kostet nur 93.000. Der 56 kostet 70. Ich weiß nicht, wie viel ich davon kriege, wie viel Geld ich kriege. Sonst könnten wir auch gucken, ob wir den einen Traktor gleich tauschen. Wir könnten wirklich gucken, ob wir den hier, den schwarzen, tauschen. Und wo ist der andere abgeblieben? Kam nur die Hälfte an, oder? Will die nicht abliefern? Was soll denn das?
okay. Soll erstmal reichen. Wir müssen die anderen Gewächshäuser ja auch noch befüllen. Also ich glaube, es muss auch nur noch das hier. Das hier muss noch befüllt werden. Haben wir den da so hingeschoben oder nicht? Ja, aber das könnte reichen. Ne, reicht nicht. So passt das eigentlich. Wir müssen ihn nicht. Ja, so. Habe ich hier eigentlich? Hab ich hier eigentlich schon? Ich habe hier noch gar keinen Dings stehen. Ich wollte hier eigentlich doch den Gabelstapler hinstellen. Das heißt, wir bauen hier auch noch einen Kompaktlader oder sowas. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so eingeplant. Müssen wir uns mal auf die Suche nach dem anderen machen. Hallo. Wo bist du denn? Ja. Hat sich an einem Baum aufgehängt. Stellen wir den aber auch ein auf Kompost Gemüse. Gewächs. Dann können wir uns noch ein bisschen um was anderes kümmern und zum Beispiel mal gucken, wie es hier aussieht. Ja, noch ein paar Paletten. Also aus meiner Sicht macht es Sinn, wenn wir uns den großen Masai kaufen. Und vielleicht den kleinen gleich dort lassen. Der hat einen Frontladeranbau. Der ist für Frontlader geeignet. Dann holen wir halt wieder einen Frontlader und setzen den mit dem Frontlader hin. Ich glaube, den habe ich verkauft. Ne, ich habe noch einen. Achso, okay, das ist aber der für den ja, schwarz passt. Kaufen. Brauchen wir noch eine Gabel. Auch kaufen. Und dann brauchen wir noch einen Kipper. Wobei der eigentlich nicht so groß sein sollte. Also der hier würde wahrscheinlich schon reichen. Ja, ich glaube, ich nehme den hier einfach, den Akkuliner. Wobei in den hier geht das Doppelte rein. Den losgehen. Der kostet halt auch nicht viel im Unterhalt. Ja, und so viel brauchen wir da sowieso nicht. Deshalb nehmen wir einfach den hier. Wir nehmen den mal in Weiß. Ich habe den noch nie in Weiß gesehen. Breitreifen. Kaufen.
Okay. So. Dann der T-Series, der ist da. Das ist schon mal gut. Will ich nur mal gucken. Der kann an kann was anhängen. Das ist auch gut. Dann können wir nämlich hier abhängen und den mal zum Shop schicken. Beziehungsweise über den Hof zum Shop. Und dann können wir nachher noch ganz schnell, hoffe ich, und wir sind trotzdem, also auch trotz nicht so guter Verfassung, sind wir jetzt trotzdem schon wieder bei 22 Minuten gleich. Also der Vorsatz, dass wir heute eine kürzere Folge machen, hat wohl nicht ganz funktioniert. Das ist meistens so. Gut. Das ging ja flott. Ja. Jetzt gucken wir, dass wir hier hinten noch was reinkriegen. Ohne in den Tank zu fallen. So. Und die eine Palette, die kriegen wir, glaube ich, da gleich noch untergebracht. Einmal im Kreis drin, was nicht funktioniert. Menno! Einen Wasserfass brauchen wir hier aber auch noch. So, jetzt drehen wir erstmal um. Jetzt haben wir den Dreh raus. Manchmal bin ich wirklich zu doof zum Fahren. Aber ich glaube sogar, den Anhänger, den wir uns gekauft haben, an den kann man hinten noch was dranhängen. So, der ist attached. Das sieht gut aus. Dann ist hier noch unterwegs. Ich glaube, den hätten wir ein bisschen schneller fahren lassen können. Der hat ja nichts hinten dran. Dann kann man auch Vollgas geben. Dann muss ich wahrscheinlich nur mal kurz einpendeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann brauchen wir ja, wie gesagt, noch einen Wasserfass. Nehme ich hier. Ach, warte mal, da könnten wir auch einen Kotte nehmen. Jetzt kaufen wir uns aber erstmal hier, warte, den 870. Oh nein! Der andere Motor kostet 50.000 mehr. Schade. Haben wir noch ein paar Paletten? Paletten hätten wir noch. Was können wir denn noch verkaufen? Naja, wir werden gucken, dass wir den 8700, den Masai, nächste Folge kaufen.
Weil der hier wird sowieso bald ausgesetzt. Der hat noch 2,5 Stunden. Und dann brauchen wir für den hier einen neuen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Like, Abo oder Kommentar. Und bis Montag. Ciao.